Als nächstes schauen wir uns noch ein zweites Video an, und zwar von Gamer Brother. Er hat auch seine Einnahmen gezeigt vom Jahr 2022. Ihr feiert die Videos, ich feiere die Videos, deswegen gucken wir es uns an. Bisschen spät, wir sind ja schon auf einem guten Weg Richtung Richtung Februar, aber scheißegal, schauen wir uns an. Wirst du deine Einnahmen des Dezembers wieder liegen? Eli hat da so ein Realtalk-Video zu gemacht. Ich glaube, das Video von Eli habe ich sogar auch gesehen. Ja, kann ich machen. Interessiert euch das? Ich kann euch meine Einnahmen zeigen dieses Jahr. Ich habe es halt letztes Jahr auch gemacht. Das ist jetzt halt nichts Besonderes. Wird wahrscheinlich. Ich glaube, dieses Video von Eli hat auch einfach absolut jeder Mensch einfach gesehen. Wahrscheinlich ungefähr genau das gleiche sein wie davor das Jahr. Also ich bin da ja immer. Ich bin da ja eigentlich immer sehr offen. Also ich habe 2022. Ja, ich kann es euch ja zeigen, ist ja kein Stress. Also auf mein. Oha, er hat. Ich wusste gar nicht. Also ich muss sagen, ich verfolge ihn gar nicht. Ich verfolge ihn Zero. Ich wusste nicht mal, dass er einfach 1 Million Abos hat, lol. Einem Hauptkanal. Okay, der macht so 2 Millionen Views im Monat. Hab ich 2022 verdient. Okay. Okay, 185.000 Dollar. Euro, sorry. 42 Millionen Aufrufe, das ist gut. 1 Million Abonnenten-Special-Rap-Projekt 6. Klasse. Oh, der erfolgreichste Inhalt. Das ist gut. Feier ich. 185.000 Euro auf meinem Main-Kanal. Das habe ich auf Gamer Brother verdient. Kann man da nicht irgendwie auch gucken? Ah, ey, das ist ja krass. Einer meiner besten Monate war Juli. Okay, September wegen FIFA-Release. Einer meiner besten Monate war einfach Juli. Inhalte mit den meisten Einnahmen. Tigger, Hauptsache FIFA-YouTuber. Das Video mit den meisten Einnahmen mit Abstand ist ein Formel-1-Video. Digga, ich kenne Real Rap keinen, der Formel 1 Content macht. Also ich gucke den halt auch nicht, Formel 1 Content. Digga, ich wusste gar nicht, dass. Also, okay, Sascha macht das ab und zu, glaube ich, im Stream. Also unsympathisch TV, aber keine Ahnung, Alter. Noch nie Krass, geguckt. 2.500 Euro hat das gebracht. Was ist denn das? Also, wie viele Aufrufe hatten das? LOL, was? Das Ding hat 460.000 Aufrufe. Ach du Scheiße. Sagt 2021 irgendwas mit 300k. Ja, 288, 100k mehr 2021. Läuft nicht mehr, Kappa. Nein, ist ja klar. Ich habe ja, also ich mache immer so. Also der Unterschied einmal zusammengefasst ist halt einfach, weil ich nicht mehr stream. Ne? Die Livestreams haben einen Großteil meines Geldes und meiner Klicks ausgemacht. Guck mal hier, was da für Klicks verschwenden. Ich habe 3 bis 4 Mal die Woche gestreamt. Das sind alleine pro Woche, wenn du so ein Durchschnitt, sagen wir mal, ein Stream hat im Durchschnitt so 200k Views. Das ist pro Woche so 600 bis 800.000 Klicks, die halt wegfallen. Hat einfach immer gestreamt oder wie? 221? Also auch auf YouTube? Das ist krass. Ich dachte, er hat streamt schon immer auf Twitch. Aber ist krass, wie viel da wegfällt. Was man ja auch sagen muss, ich weiß gar nicht, wo man das nachgucken kann. Wenn du jetzt zum Beispiel in 2021 reingehst, dann zählt ja hier zu dem Geld auch die ganzen Kanalmitgliedschaften sind da ja drin. Also quasi das, was jetzt die Subs sind. Gleich Twitch das aus. Also Bruder, ich sag dir ehrlich, ich darf über meine Twitch-Einnahmen nicht reden. Glaub mir, diese 100.000 Euro Differenz wurden auf jeden Fall aufgefangen. Du kannst sie ungefähr, aber nicht genau sagen. Darf ich? Okay, gut. Na dann. Also Twitch waren dieses Jahr ungefähr roundabout 400.000 Euro. Aber ich zeige. Sie wurden aufgefangen. Sie wurden einfach vervierfacht mit Twitch. Holy shit. Ey, aber sei ihm komplett gegönnt. Kuss geht Euch jetzt raus. nicht genau, weil man darf keine genaue Zahl sagen, aber so ungefähr 400k. Stream-Highlight-Kanal. Mein Stream-Highlight-Kanal macht einfach aktuell mehr Views als mein Main-Kanal. Grüße gehen raus, Funky. Viel Spaß. Ist immer so. Ist immer so. Gefühlt. Weil, ist ja. Sehe ich an meinem Hauptkanal und meinem Reaction-Kanal. Einfach
Geistkrank, View-Unterschied. Stream-Highlight-Kanal 2022. Also abgesehen von den Shots. Krass, 124k. Alter, sehr stark, Digga, für einen fucking Zweitkanal, Junge. Oh, was waren da so die erfolgreichsten Videos? Gamer Brother reagiert auf seine Bundesliga-Prognose. Scheiße. Hat es so viele Aufrufe bekommen, oder was? 300.000. Ach du Scheiße. Zweitkanal. Ich glaube, hier ist der CPM nochmal deutlich. Junge, wie viele Kanäle hat er denn? Er hat auch einfach mehr Kanäle als Unge. Besser. Das ist jetzt, achso. Ich wollte eigentlich, also ich kann euch auch nochmal Dezember zeigen. Das ist jetzt aktuell Dezember auf Zweitkanal. Falls ihr euch fragt, warum der Bro-Zember immer im Dezember ist, mache ich ja auch keinen Hehl raus, bin ich ja auch nicht. Also, soll ich euch anlügen, ne? Im Dezember bringen halt, also kriegst du halt für das, was du normalerweise an Klicks machst, verdienst du halt deutlich mehr. Weil im Dezember die Kaufkraft auch quasi von den Leuten größer ist, wegen Weihnachten. Und deshalb kostet halt auch Werbung auf YouTube mehr. Also CPM ist quasi das, heißt es Coin per Million oder so? Oder ich weiß gar nicht, was die genaue Bezeichnung ist. Cash per Mill. Aber das heißt quasi runtergerechnet, CPM heißt das, was du für, glaube ich, 1000 Klicks bekommst. Irgendwie sowas. Und das ist halt im Dezember viel höher. Das heißt, wenn ich die 1,8 Millionen Aufrufe im Januar machen würde, würde ich damit einen Bruchteil nur bekommen, wie jetzt im Dezember. Oh, krass, auch strong, Junge. Digga, für einen Drittkanal? Das ist schon nicht verkehrt. Es ist so gottlos, wie viel. Aber ey, krass. Ja, auch hier ein Video wieder mit 500k Aufrufen, ne? Ja, ey. 35.000 Abos auch gemacht. Das ist schon nicht verkehrt für einen dritten Kanal. Dann haben wir noch den Clip-Kanal, aber da ist jetzt seit 3 Monaten nicht gekommen. Nichts gekommen. Ist geisteskrank, wie schlecht der CPM hier ist, ne? Weil die Videos so kurz sind. 3,8 Millionen Aufrufe, 2.500 Euro nur. Weil es halt so kurze Videos sind. Was? Ja, okay. Ja, das ist klar, aber trotzdem, da noch 2.500 im Jahr mitnehmen, schmeckt. Was war hier beliebteste Video? Ah, ja, Schalke St. Pauli Vlog. Der hat reingesaftet, Digga. Ah gut, der war auch irgendwie 3 Tage lang durchgängig Platz 1 in den Trends und sowas, ne? Ed Broski Kanal gibt's ja auch noch. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Junge, er hat 8 Kanäle oder was? Passieren. Maschallah, Digga. Für den 4th Kanal, wo nur einmal im Monat 3-4 Videos hochkommen, ist das auch nicht verkehrt, ey. Also gut, man muss dazu sagen, das Geld ist mir jetzt persönlich nicht viel, weil, also eine Show kostet mehr als das, was hier steht, ne? So. Ja, lass mal zusammenrechnen. 23k. Überschlagen wir mal 150.000. Sagen wir mal 330.000. Rechnen wir mal, dass ich da ungefähr die Hälfte bekomme. Dann sind wir bei 400.000. Dann kommen nochmal 400.000 ungefähr von Twitch. Sind wir bei 800.000. Dann kommt noch Trust No One und Placements. Da kommt noch ein bisschen was zusammen. Also, ich sag mal, mit TNO und Placements würde ich sagen, kommst du so bei 2 Millionen Umsatz raus. Ungefähr. Also 1,5 Millionen auf jeden Fall, vielleicht 2 Millionen. Ich müsste jetzt nachgucken. Also ist halt brutto, ne? Also ist jetzt nicht das, was ich rausbekomme, sondern das sind halt nur... Gut, rechnen mal 50%, sind wir auch bei 1 Million. Also, verdient tut er nicht schlecht und sei ihm komplett gegönnt von Herzen. Ich kann es nicht oft genug sagen, ich gönne es denen so hart. Vor allem, wenn du da auch noch 4 Kanäle bespielst, geistkrank. Nur Einnahmen. Ja, also keine Ahnung. Ich bin da ganz gerne, auch wenn das jetzt wieder ein paar andere Streamer gemacht haben, jetzt in den letzten Monaten. Aber ich war die letzten Jahre eigentlich immer ein Freund davon, das gegen Ende des Jahres zu zeigen, da einfach transparent zu sein. Weil, also keine Ahnung, ihr seid ja auch irgendwo Teil des Großen und Ganzen hier. Niemand muss seine Einnahmen offenlegen, so. Aber ich habe da kein Problem mit. Ich finde, ihr habt es auch irgendwo so ein bisschen verdient, sage ich mal, das zu erfahren. Also ich finde es irgendwie immer so ein... Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht. Und vielleicht bin ich auch geschädigt, weil ich mittendrin bin. Aber ich finde es irgendwie in Deutschland immer so affig, dass man sich irgendwie dafür rechtfertigen muss, dass man erfolgreich ist und gutes... Finde ich, sind wahre Worte. In Deutschland, sobald du in Deutschland ein gewisses Geld verdienst, wird einfach nur noch auf dich gespuckt, habe ich das Gefühl. Und nur Auge gemacht. Das ist so eine räudige Scheiße. Gönnt doch euren Mitmenschen mal was. Das Geld verdient. So, soll ich mich jetzt hier hinstellen und irgendwie eine Null hinten weniger machen?
und sagen, mir geht's schlecht. Das wäre irgendwie der viel größere Quatsch, als wenn ich ehrlich bin. Also ist zum Beispiel auch der Grund, jetzt mal ohne Scheiß, also jetzt mal ganz krasser Real Talk, das könnt ihr mir glauben oder nicht, aber das war auch ein Grund, warum ich diese scheiß Donation-Funktion rausgenommen habe, weil ich es einfach nicht mehr gefühlt habe, dass irgendwelche 13-Jährigen bei mir im Chat 20 Euro spenden, die irgendwie selber 20 Euro Taschengeld haben und dann am Ende einem gut bezahlten Streamer und YouTuber da ihr Taschengeld hinlegen, nur damit er irgendeine Nachricht vorliest, so weißt du, das habe ich halt einfach nicht mehr eingesehen. Oha! True words. Was meint ihr, habe ich all time mit meinem YouTube-Kanal verdient? Also mit meinem Main-Kanal. Was meint ihr? All time. 964k mit meinem Hauptkanal. Ich dachte nicht, dass es so schnell zeigt, aber ich hätte jetzt auch, also ich hätte um 1 Million gesagt. Weil ich kann zwar nicht einschätzen, wie lange der jetzt schon dabei ist, aber ich weiß, sehr, sehr lange dabei war. Junge, er hat ein Video 1,7 Millionen. Wer bei diesem Video lacht, hat kein Herz. FIFA 17 Edition. Gut. Kann ich irgendwo verstehen. Was erschreckend wenig ist für die Aufrufe. Man muss aber auch dazu sagen, ich habe so, 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 so viele Videos. Von den 500 Millionen Klicks, sage ich euch ehrlich, sind 300 Millionen entmonetarisiert. Kein Scheiß. Hier, guckt ihr es mal an. Wir gehen mal auf meine Videos mit den meisten Aufrufen. So, hier ist alles monetarisiert. Aber ich habe halt bis 2018 keinen Fick auf Copyright gegeben. Guckt euch das mal an. Wir sortieren mal nach Aufrufen. Monetarisierung, Urheberrechtsbeschwerde. Hier, von meinen Top-Videos. Von meinen Top 10 Videos. Alter, das ist 1, hart. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Nicht monetarisierbar. Guck mal, wie viel besser hier die Relation ist. Mit 145 Millionen Views, 343.000. Wenn du dir das hochrechnest, wäre hier viel besser. Geistkrank. Ey, wildes Video. Ich feiere es einfach, wenn die Leute transparent sind. Sehr, sehr wild. Ich gönne es ihm unnormal. Und jeder soll das bekommen, für was er arbeitet.